Ja, mein Name ist Anton Giebert von der Firma Can Nutzfahrzeuge und neben mir steht Herr Rob Leux vom Hersteller DAF. Und wir sind vor einigen Wochen zusammengesessen und haben gesprochen über die Zukunft der Elektromobilität im Güterverkehr. DAF stellt ja bereits seit 2018 schwere Lkw mit rein elektrischem Antrieb her. Und diese Lkw laufen auch schon im kommerziellen Einsatz in Holland, in Belgien, in England, in Norddeutschland. Und wir beginnen jetzt in Österreich auch mit dem Vertrieb dieser Fahrzeuge. Und in diesem Zusammenhang haben wir Gespräche mit unseren Kunden geführt und ihnen erzählt, wie gut das funktioniert bereits in diesen genannten Ländern. Und dann haben die Kunden natürlich gesagt, ja, in der Ebene, da geht das sicher, aber bei uns in den Bergen, da schaut es ein bisschen anders aus. Und deswegen sind wir heute hier, um dieses Fahrzeug auf der Großglockner Hochalpenstraße einem wirklichen Extremtest zu unterziehen. Ich möchte gerne Rob noch fragen, was du Spezielles zu diesem Fahrzeug uns erzählen kannst. Sehr speziell an diesem Fahrzeug ist, dass wir eine Batteriekapazität haben von 350 Kilowattstunden. Damit können wir auf Flache 200 Kilometer Range haben wir da. Also das ist in diesem Bereich sehr gut. Und jetzt ist die Herausforderung, um mit diesem Fahrzeug den Berg hochzugehen. Wir stehen jetzt auf der Mautstelle in Verleiten und sind startklar, den Test mit 26 Tonnen Gesamtgewicht auf dem Großglockner zu fahren. Wir befinden uns hier im größten Nationalpark ganz Europas, Zentraleuropas jedenfalls, mit 2000 Quadratkilometer Fläche hier an der Großglockner Hochalpenstraße, wo wir eben diesen Leistungstest durchführen. Das ist ein epochaler Leistungstest. Das erste Mal in der Geschichte wird ein 26 Tonnen schwerer Sattelschlepper, Sattelzug rein auf elektrischer Basis hier die Großglockner Hochalpenstraße abfahren. Wir werden zweimal eine Tauernquerung haben und es funktioniert. Die E-Mobilität ist schon so weit und insofern sind wir hier am Anfang einer neuen Epoche, nicht nur für die E-Mobilität im Individualverkehr, sondern es wird auch der Warenverkehr in Zukunft zu einem Gutteil elektrisch sein können. Welches Gefühl hat man, mit einem E-Lkw auf den Großglockner zu fahren? Ja, es ist ein irres Gefühl. Es ist, ich würde sagen, ich habe sogar ein Lampenfieber, ob wir das schaffen, ob wir da die Kehren raufkommen. Es ist eine Herausforderung, auch für uns. Dieser DAF CF Electric, dieses Fahrzeug, neben dem wir stehen, hat eine Leistung von 280 PS. Das klingt nicht viel, aber das Entscheidende ist das Drehmoment. Und das Drehmoment geht bis 3800 Newtonmeter. Das ist mehr als jeder schwere, große Diesel-Lkw leistet in diesem Bereich. Eigentlich ein bisschen eine Lampenfieber habe ich gehabt, weil ich meine gewusst habe, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, wie viel Energie verbrauchen wir. Aber wir stehen jetzt da herum. Es ist eigentlich ein irres Gefühl, dass man über einen Lkw mit 26 Tonnen Gesamtgewicht doch relativ einfach darauf gekommen sind. Wie viel Energie hast du verbraucht? Wir haben mit 100% gestartet und haben jetzt noch 60% Rest. Das heißt, wir haben 40% rausgefahren. Finde ich eigentlich relativ gut. Beim Zurückfahren kannst du wieder Energie speichern. Wie viel schätzt du? Ja, beim Rückfahren eigentlich, das wird auch eine interessante Sache, was wir da rausholen. Aber ich schätze 20%, dass wir wieder reinspeichern. Ja, es gibt sehr großes Kundeninteresse, immer mehr und mehr. Das war auch der Grund, warum wir heute mit diesem Serienfahrzeug, das bereits seit 2018 am Markt und verfügbar ist, diesen Test auf der Hochgebirgsstraße hier gestartet haben. Im Flachland ist es bekannt, dass die Fahrzeuge gut funktionieren. Die Skepsis lag eher darin, ob das auch im Gebirge funktioniert. Wir sind sehr glücklich, dass es besser als erwartet funktioniert hat. Und das Schöne ist, wir können dieses Fahrzeug relativ prompt liefern, sprich, das ist bei uns verfügbar. Also wir haben selbst unseren Fuhrpark hier bei der Grohag umgebaut. Wir sind hier natürlich in einem Prozess. Nicht alles ist möglich, momentan noch. Also im Lkw-Kranbereich und so weiter werden wir schon noch eine Zeit lang hier anders fahren. Aber auch hier haben wir Tests mit synthetischen Kraftstoffen, wo wir schon ganz gute Reduktionen von Emissionen schaffen. Überhaupt haben wir schon in den letzten Jahrzehnten um 90% Reduktionen im Schadstoffbereich geschafft. Und die letzten 10%, die werden wir mit der E-Mobilität halbieren können. Das dauert in etwa noch 10 Jahre, aber im Wesentlichen geht es darum, hier auch Bewusstseinsbildung zu treiben. Wir wollen der Menschheit, den Menschen erklären, dass E-Mobilität ein absoluter Joker ist für den Klimawandel.
hier dagegen zu arbeiten. Und insofern tun wir alles dafür. Wir haben den Berg gerockt. Ja.